Wir machen heute eine weitere Münzrollenjagd. Und zwar mit 5 Rollen 1-Euro-Münzen. Ganz frisch von der Bank. Wir suchen nach Kleinstaaten, also Andorra, San Marino, Monaco und Vatikan. Außerdem nach 9 Jahrgängen, die mir in meiner Sammlung noch fehlen. Das kontrollieren wir dann am Ende. Alles, was zwischendurch auffällt, legen wir erstmal zur Seite. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Übrigens das erste Mal, dass es 1-Euro-Münzen gibt auf meinem Kanal, das gab es bis dahin noch gar nicht. Wir haben Frankreich von 1999, Deutschland 2002, Spanien 2005, hier haben wir mal Portugal und auch ein neuerer Jahrgang. Auf den ersten Blick würde ich sagen 2018. Kommt auf die Seite. Potenzieller neuer Kandidat. Hier nochmal Portugal aus dem Jahr 2003. Eventuell auch neu. Kommt auf die Seite. Und schon der nächste Portugiese. Hier aber aus dem Jahr 2002 ist eigentlich der Standardjahrgang, auch in der mäßigen Erhaltung, der kommt auf die Seite. Ein Euro aus Griechenland. Mit dem schönen Motiv der alten Tetradrachme, die ich ja auch in meiner Sammlung habe. Hier aus dem Jahr 2005 dürfte nicht neu sein, aber vorsichtshalber prüfen wir das. Österreich 2002 kommt auf die Seite. Hier Italien mit der neuen Europakarte, mit der erweiterten und aus dem Jahr 2008. Bin ich mir nicht ganz sicher. Einmal darüber. Hier sehen wir auch schon auf den ersten Blick erweiterte Europakarte. Könnte etwas sein. Und Italien nochmal 2008. Diesmal auf die Seite. Hier haben wir Lettland, allerdings aus dem ersten Jahrgang, als die Münzen herauskamen, aus 2014. Daher kommen die mit auf die Seite. Ein Euro aus Österreich, ein neuer Jahrgang oder ein neuerer Jahrgang 2017, auch noch in einer guten Erhaltung, kommt auf die Seite. Luxemburg, allein schon nicht ganz oft zu sehen, hier mal von 2011, könnte neu sein, prüfen wir nachher. Schon wieder Lettland, na Mensch, was ist denn heute los? Aber wieder 2014, also kommt auch der mit auf die Seite. Hier mal eine schon etwas mehr beschädigte Münze mit schönen Kratzern und richtig schön abgenutzt, vielleicht sogar mal gereinigt, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gar nicht mehr schön anzusehen, deswegen direkt auf die Seite damit, aber trotzdem natürlich interessant, das mal zu sehen. Wer lacht uns denn hier entgegen? Das sieht ja noch richtig, richtig gut aus.
Deutschland 2004. Eine der Münzen, wo es noch große, große Bestände an Originalrollen gibt. Die sieht man sehr, sehr oft in diesen Erhaltungen. Trotz allem kontrollieren wir das. Hier nochmal Italien, Jahrgang 2010. Auch noch in einer richtig hübschen Erhaltung. Schon wieder Italien, Jahrgang 2011. Italien hier mal von 2007. Und es geht weiter mit Griechenland aus dem Jahr 2002. Hier unten im mittleren Stern ist kein Buchstabe zu sehen, also auch die griechische Prägung ist natürlich so nichts Besonderes. Und was lugt denn hier schon hervor? Schaut euch an, Portugal. Sieht wieder nach einem älteren Jahrgang aus. Ah, nicht mal. Portugal 2010. Dürfte ich schon haben, sagt mir mein Bauchgefühl, trotzdem wird geprüft. Holland 2002, der ist schon vorhanden. Portugal 2003 wird auch geprüft. Irland 2005, da habe ich ein Bauchgefühl, da könnte auch noch offen sein. Spanien hier mal die neue Gestaltung aus dem Jahr 2010. Der ist aber tatsächlich schon in der Sammlung. Spanien 2011, nochmal die neue Gestaltung, aber auch der ist schon in der Sammlung. Und wir öffnen die letzte Rolle. Euro Luxemburg 2007 legen wir auch zur Seite. Hier das erste Mal dabei, 1 Euro Finnland aus dem Jahr 2007, definitiv ein Kandidat zum Nachschauen. Und hier nochmal eine Münze, 1 Euro, Griechenland 2009. Auch den packen wir auf die Seite. Damit haben wir jetzt 125 1-Euro Münzen durchgesucht. Wir haben 16 Ergebnisse, die wir jetzt prüfen, die ich jetzt prüfe. Und ich melde mich direkt noch einmal. Und von den rausgesuchten Münzen sind heute 5 Stück übrig geblieben. Ein wirklich gutes Ergebnis, hätte ich so gar nicht gedacht. Und wir sortieren das Ganze jetzt gemeinsam wieder ein. Wir fangen an mit Italien. 1 Euro 2010 und 2011. Einmal 2010 und einmal 2011. Nummer 1. Fertig. Dann Seite Nummer 2. Wir hatten ja im 2-Euro-Update hier die 2-Euro-Irland 2005. Jetzt haben wir noch die 1-Euro-Irland 2005. Halt, einmal verkehrt rum. Das soll natürlich nicht sein. Einmal richtig herum. Wieder eine Lücke geschlossen. Wenn wir jetzt noch das 10-Cent-Stück finden, dann haben wir die Seite sogar schon komplett. Dann Österreich, die 1-Euro-Münze von 2017.
Allgemein nicht viel auf der Seite, aber auch da wieder eine Lücke geschlossen. Und zum Schluss noch der 1 Euro aus Portugal von 2018. Der kommt jetzt hier in die Lücke. Und dann haben wir von 35 Feldern immerhin schon 3 gefüllt. Das also das Update für heute, besser gesagt die Münzrollenjagd für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!